In der heutigen Newsfolge handelt es sich um folgende Themen: Heizdeckenverbot wird verschoben, Alfa Romeo-Entscheidung ziemlich bald und neue Infos zu Qualifikationsrennen. In 9 Sekunden wisst ihr mehr. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Ursprünglich sollte 2021 ein Verbot für Heizdecken gelten, doch aufgrund der gleichzeitigen Einführung der 18 Zoll Räder wird das Verbot erst später ausgesprochen. Liberty Media und die FIA möchten den Teams erst eine stabile Umgebung bieten. Pirelli hat sich auch dagegen gewehrt, dass die Heizdecken in 2 Jahren verboten werden sollen, denn laut Mario Isola wollen sie einen sauberen Übergang schaffen. Eine wichtige Rolle spielen die Reifenerhitzer auch in der Entwicklung und das braucht nun mal seine Zeit. Eine transparente und auf Fakten basierende Diskussion habe es gegeben, in der man sich für Heizdecken ausgesprochen hat. Die Teams müssen nun in neue, größere Heizdecken investieren, aber eigentlich sollten diese entstehenden Kosten ab der Saison 2021 eingespart werden. Auch ein Einheitssystem stand als Vorschlag im Raum, doch die Teams haben ihre eigenen Lösungen zum Reifenaufwärmen, in denen sie Geld investiert haben. Da Kimi Räikkönen 2020 noch einen gültigen Vertrag hat und für Alfa Romeo fahren wird, kommt es ziemlich bald zu einer Entscheidung, wer neben ihm fahren wird. Als möglicher Fahrer zählt natürlich Antonio Giovinazzi, der in letzter Zeit oft von Teamchef Frederic Vasseur gelobt wurde. In Italien und Singapur konnte er Punkte fürs Team einfahren, aber auch in den letzten 7 Qualifyings ist der Rookie nah an die Performance von Räikkönen herangekommen. Es gibt weitere Informationen zu den Qualifikationsrennen 2020. Sie haben eine Renndistanz von 100 km plus eine Runde, sollen um 15 Uhr Ortszeit starten, dauern etwa 45 Minuten und sollen das traditionelle Qualifying mit 3 K.O.-Phasen ablösen. Aller Voraussicht nach sollen die Grand Prix von Frankreich, Belgien und Russland für die Qualifikationsrennen ausgewählt werden. Nur warum ausgerechnet diese Grand Prix? Ganz einfach. Sie wurden absichtlich so gewählt, weil sich bis dahin eine WM-Reihenfolge gebildet hat und laut Statistik gab es auf den eben genannten Rennstrecken in den letzten Jahren wenig Action. Sollte es zu Strafen kommen, gelten diese nur für das Hauptrennen am Sonntag. Auf Wunsch von TV-Sender sollen die Boliden noch 10 Minuten in ihrer Startbox stehen bleiben, weil das die Spannung erhöht. Das Qualifikationsrennenergebnis ist gleichzeitig die Startreihenfolge für das Hauptrennen am Sonntag. Sollte es zu einer Kollision zweier Boliden kommen, wird der Bolide höher gewertet, dessen Nase zu dem Zeitpunkt weiter vorne lag. Freie Reifenwahl und Pflichtboxenstops gelten am Samstag und Sonntag dürfen sich die Fahrer die Startpneus auch aussuchen. Einziger Haken an der Sache, alle Teams müssen zustimmen. Was sich als schwierig erweist, denn Mercedes, Ferrari und Red Bull haben am meisten zu verlieren und werden wohl dagegen stimmen. Mercedes hat in ihrer Simulation herausgefunden, dass Hamilton und Bottas aus der letzten Startreihe nur 4 bis 5 Plätze nach vorne gewinnen können, denn die anderen Fahrer versuchen ja ebenfalls weiter nach vorne zu kommen. Die Deltas der Rundenzeiten wären für Überholmanöver zu klein und das Rennen zu kurz, um so weit wie möglich nach vorne zu kommen. Aber die FIA hat ein Druckmittel, mit dem sie die Teams zu einer Zustimmung bewegen kann, denn ab 2021 kann diese Regel ohne jegliche Abstimmung einfach so durchgesetzt werden. Kommen wir zu Mikes Meinung. Die DTM fährt ohne Heizdecken und die Formel 1 fährt weiterhin mit Heizdecken. Doch eines Tages werden sie abgeschafft. Mehr kann ich dazu nicht wirklich sagen. Dass Giovinazzi bei Alfa Romeo bleiben wird, ist eigentlich so gut wie sicher, denn Ferrari darf darüber entscheiden, ob der Italiener bleiben darf oder nicht. Hülkenberg hätte nur Mini-Chancen, da er Teamchef Frederic Vasseur ja kennt, aber Ferrari wird wohl eher den Rookie bevorzugen. Was die Quali-Rennen angeht, bin ich der Meinung, dass es doch aufregend klingt, weil es da mehr Spannung geben wird, wenn sich die Teams von hinten nach vorne durchkämpfen. Außerdem sind es doch 2020 nur 3 Rennen und nicht bei jedem Wochenende. Die bisherigen Infos klingen doch ganz gut. Was meint ihr? Schreibt mal eure konstruktive Meinung zu den Quali-Rennen in die Kommentare. Und nun zum Community-Kommentar. Christian Ebner hat folgenden Kommentar unter mein Qualifikation verschoben Video geschrieben. Falls es keine Quali gibt, müssen die Fahrer dann auf den FP2-Reifen starten, mit denen sie die schnellste Runde gedreht haben? Ich habe drunter geschrieben, dass ich der Meinung bin, dass es gut sein kann, aber 100%ig sicher bin ich mir nicht, weil es zu selten vorgekommen ist. Von daher kommt meine Community ins Spiel. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr denkt. Ja oder nein zum Start auf FP2-Reifen? Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, liked das Video und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.